Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Ich eröffne jetzt eine neue Rubrik, die läuft dann immer bei Talkie Talkie und das nenne ich einfach Random Shit. Das erste, über was ich reden möchte, ist der Hobbit Soundtrack. Darauf sind zwei Discs. Auf der ersten Disc haben wir sozusagen die erste Hälfte vom Film, auf der zweiten Disc haben wir die zweite Hälfte vom Film, also natürlich nur musikalisch. Dazu haben wir hier ein kleines... Teilweise sind da Artworks drin, Fotos, Super Widescreen, was vielleicht so manchen Kerl und manche Dame erfreuen würde. Da sind die Texte drin zu den einzelnen Liedern. Für alle Fans des Herr der Ringe Soundtracks von Howard Shore kann ich das nur empfehlen. Er verheizt zwar ganz schön viele alte Melodien, hat allerdings auch ein paar neue drin. Ich finde, das Geld ist es auf jeden Fall wert. Also wenn ihr wollt, die Hobbit Soundtrack Extended Edition gibt es schon. Nummer 2 heute bei Random Shit ist der Caligula-Film. In den Hauptrollen Malcolm McDowell, Helen Mirren und Peter O'Toole. Wieso hebe ich diesen Film hervor? Zum einen, weil ich Geschichte studiere und zum anderen, weil ich ein Filmefreak bin. Dieser Film von Tinto Brass kam 1979 heraus und hat mit seinen Sexszenen damals sehr für Aufsehen gesorgt. Der Film an sich ist Quark, ganz schöner Trash. Das ist allerdings eine, obwohl Uncut draufsteht, ist es auf dem deutschen Markt immer noch die gekürzte Version. Der Film hier dauert 130 Minuten, der Originalfilm dauert 150 Minuten. Also wenn ihr den Film mit ungekürzter, desaströsen Dramatik sehen wollt, dann kauft euch die UK-Version. Was macht diesen Film so besonders? Er ist einfach unfassbar scheiße, allerdings auch auf einer sehr epischen Art und Weise. Es gibt sehr obszöne Dinge, es werden teilweise Dinge abgeschnibbelt und es wird natürlich die ganze Zeit gepoppt. Diese Sexszenen wurden allerdings nur reingeschnitten, um den Film die nötige Würze zu verschaffen und ihn sozusagen in aller Munde zu bringen. Also wenn ihr mal sehen wollt, wenn ihr mal mitreden wollt unter Filmkritikern, dann solltet ihr euch mal den Caligula-Film anschauen. Wow, fuck! Auch neu im Regal des Filmemanns ist eine Robert Rodriguez Collection, die ich geschenkt bekommen habe. Vielen Dank. Sie beinhaltet Sin City, ein super Film mit einem Regisseur-Konglomerat von Frank Miller, Robert Rodriguez und Quentin Tarantino. Teil 2, A Dame to Kill, kommt jetzt dann im Sommer raus. Dann haben wir From Dusk Till Dawn, der From Dusk Till Dawn, der Original. Nicht diese Fortsetzungen. Wobei Tarantino und Robert Rodriguez da auch wieder produziert haben und teilweise sogar am Drehbuch mitschrieben. Aber die sind in Kacke im Vergleich zu diesem Film. Ein super geiler Trash-Film. Auch mit dem großen Harvey Keitel und George Clooney in einer seiner ersten Rollen. Und Quentin Tarantino spielt auch hier die dritte Hauptrolle. Sehr amüsant gemacht. Und es geht im Endeffekt nur um diese zwei Gangster, die nach Mexiko müssen und sich in einer Bar mit ihrem Verbindungsmann treffen. Aber dann sind die in der Bar alles Vampire und es wird ein genialer Slasher-Film. Faculty, muss ich zu allem Schmach gestehen, dass ich den nie geguckt habe. Das werde ich demnächst noch tun. Ich lasse euch wissen, wie der Film ist. Er hat auf jeden Fall ein spaßiges Aufgebot an Schauspielern, unter anderem mit Elijah Wood, Selma Hayek und Josh Hartnett. Und letztlich an neuem Random Shit, was ich erstanden habe, die Sopranos. Alles. Wenn man es hier sehen kann, da sind alle Staffeln der Sopranos drin, mit einem kleinen Booklet. In diesem Booklet stehen sozusagen die Episoden drin und eine kurze Synopsis. Dazu gibt es eine kleine Geschichte, denn ich habe diese Sopranos-Box geschenkt bekommen und ich wusste nicht, wie gut die Sopranos sind. Ich habe die nie geguckt. Ich habe mal ein, zwei Folgen im Fernsehen geguckt und habe mir gedacht, aber jetzt, da ich diese Serie wirklich von vornherein gucke, muss ich sagen, das ist eine unfassbar genial geschriebene Serie. Gewalt und Charme wechseln sich ab, die Musik ist klasse und die Kameraarbeit lässt einen vermuten, dass es im Endeffekt immer ein Spielfilm ist. Dass es einen nie loslässt und dass man sich wirklich in einem 6000-minütigen Mafia-Film befindet. Wirklich sehr groß. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage an euch. Ich habe ja diese eine Playlist, der Filmemann, in der ich die ganzen Kritiken hochlade. Und hier auf Talkie Talkie sind sozusagen eher die zwischenmenschlichen Aspekte. Das heißt, da stelle ich euch jetzt auch andauernd Fragen und wollte dann auch mal wissen, was ich denn hier so präsentieren soll. Ein Vorschlag von mir wäre, dass ich euch interessante Hintergrundinfos, den sogenannten Trivia-Talk, zu bestimmten Filmen biete.
Da gibt es natürlich die großen Renner, Herr der Ringe, Star Wars, Tarantino-Filme. Auch die älteren Filme haben alle interessante Trivia. Halt so ganz großartige Hintergrundinformationen, an die man sonst nicht so wirklich rankommt, wenn man sich nicht so wirklich versiert im Internet danach umschaut. Zum Beispiel, dass Peter Jackson mit seinem Herr der Ringe-Projekt als erstes zu Miramax ging und einen Zweiteiler machen wollte. Das haben sie ihm allerdings verwehrt und sie sind nicht auf einen Nenner gekommen und dann ist er zu New Line Cinema gegangen und die haben gesagt, du machst keine zwei Filme, das ist Schwachsinn, du machst drei. Habt ihr eventuell Interesse an einem Livestream zur Oscarverleihung? Ich weiß nicht, ob ich ein paar Leute einlade, ob da überhaupt jemand Bock hat, sich die Nacht mit mir um die Ohren zu schlagen. Wenn, ich würde eine Kamera aufstellen und dann könntet ihr live dabei sein und wir können uns sofort austauschen über die Sachen, die wir scheiße finden, über die Sachen, die wir super finden. Also sagt mir Bescheid, schreibt die Kommentare nach unten. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ich hoffe, ihr habt ein geiles Wochenende.